Thomas Hickey? Wer will das wissen? Hathan Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Ich überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Ausguck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Geht in Position, aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Ihr habt keine Verwendung für Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hatham, der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink.
Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Gauner. Etwas Hilfe, bitte! Hör doch zu winseln, ich komm ja! Thomas! Was? Da drüben, da ist was! Erledigt dich! Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir nur immer den Spaß verderben? Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas,
Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. Wunderbar. Charles? Sir? Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Der Krieg von König George II. Wurden bestimmte Grundstücke neben der Trinity Church. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Viele Häuser und Schornsteine wurden während des Erdbebens auf Cape Ann beschädigt. Nachbeben waren in Boston sowie im Norden und Süden zu spüren. Die Kirchen spenden den Obdachlosen Trost. Gott schütze den König! Der Nachbar zerkratzt eure Kutsche. Das Pferd eines gedankenlosen Rüpel trat nach euch. Die Anwälte Blake und Heath werden sich für euch einsetzen. Fröhliche Unterhaltung zu jeder Jahreszeit bietet die beliebten Musikanten Bellow, Burford und Fruit. Skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten.
Befrag zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Der Silver Fox bietet allen Reisenden die... Mit ein bisschen Glück weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Ich bin bereit, die Pfeile für alle zu gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Bin ich wieder welchen begegnet? Erzähl! Unten bei der Kirche. Ein paar Männer hetzten vorbei, als einer von ihnen plötzlich zu Boden fiel. Ich überlegte noch, ob ich ihm Hilfe anbiete. Aber so, wie die reinblickten, ist ich es lieber. Sicher besser so. Das sind nicht die Leute, mit denen man sich anlegen will. Gott sei mit euch allen! Ich habe die Herolde gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Drohen bringen nichts. Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie weit Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unsere Macht nicht auch beschweren. Dann vergiss es! Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Almosen erbitte ich für unsere ehrbare Schätze. Dann sagt die Zuschauer, dass Schuld so oder so verglichen wird.
Was glaubst du, planst? Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Keine Farbe. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein, wir sollten morgen kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Der Dekret von König George II. Wurden bestimmte Grundstücke neben der Trinity Church in New York. Seht ihr, Charles? Wir werden Church schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmen. Das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihm vorbeischleichen. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich
eben etwas hast dich abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Schläger, gewöhnlich wie Dreck, Cutter. Und stolz darauf. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein. Wenn so prächtige Sätze. Wer seid ihr? Evan Kenway, zu euren Diensten. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Kann ich euch helfen? Danke. Kommt und seht, was die Natur bietet. Danke. Alle Bürger, die Wolke über den Mühlteich ist einsturzgefährdet. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mr. Roberts spricht der Familie Brown sein tiefen Kunden. Mother Barn hat Zeilen gemacht. Das ist der Jahrgang. Und sie lesen frisch von der Farm auf eurem Tisch.